Hallo. Hi. Eine neue Folge Radar. Wir sind heute bei der Hanseplatte. Hallo. Bei Sina und Marga von Groove City Records ist auch dabei. Ja, schön, dass ihr Zeit habt, dass ihr Lust habt, ein bisschen mit uns zu plaudern so. Wie geht's euch so während Corona, während Plattenladen eigentlich zu sind? Verkauft ihr gerade noch? Wir haben das Glück, dass wir einen Online-Shop haben, der ganz gut funktioniert und wir machen auch das Click und Collect, bieten wir an, was die Leute jetzt wieder mehr nutzen seit ein paar Monaten. Ich war am Anfang in Kurzarbeit und muss sagen, jetzt geht es mir wieder besser, weil ich Arbeit habe, aber sehe halt auch, dass es vielen Leuten da anders geht und das nimmt mich natürlich mit, weil einfach so ein Stück Kultur gerade fehlt und das irgendwie schwierig ist, sich da so reinzugrooven in so einen neuen Alltag. Mhm. Und irgendwie neue Strukturen zu finden innerhalb des Plattenladens und also einfach dieser Teil des Verkaufens, der wegfällt, damit so umzugehen. Aber eigentlich, persönlich geht es mir gut, weil es auch so ein bisschen so eine Entschleunigung gerade gibt und man irgendwie Sachen nochmal anders betrachten kann. Ja. Also mir geht es so ähnlich, ne? Also ich finde es echt öde, also weil wir sind halt im Laden und packen fast ausschließlich Pakete und an die Tür kommen halt nur Leute, die was abholen. Ne? Ja. Also man kann dieses, ne, was empfehlen, mit Leuten reden. Also dieser Kontakt, der fällt einfach völlig weg und das finde ich also zunehmend belastender. Ja. Auch wenn wir, ne, gleichzeitig natürlich so dieses Pakete packen, das Geld und die Miete zahlt, ist es trotzdem, finde ich, schwierig. Also es ist mental anstrengend, aber im Endeffekt genau. Sieht es so aus, als dass ihr beide mit den Läden hier irgendwie durch diese Zeit durchkommt und sich das, also kein Schließungsdruckkulisse irgendwo so da ist oder so. Also im Moment noch nicht. Und ja. Dann ist es natürlich so, das wird sich natürlich zeigen. Also es wird sich zeigen, wie lange wir noch zumachen müssen und wenn wir öffnen können, unter welchen Bedingungen. Mhm. Und dadurch, dass wir ja nicht alleine sind, sondern wir sind Teil einer bestimmten Kulturlandschaft. Das bedeutet, wenn die Clubs, die Bars, wenn das alles, wenn keine Konzerte stattfinden, ja. Dann wird uns das betreffen, weil wir das merken werden. Ja. Weil die Leute, die dann in der Stadt sind, kommen auch zu uns. Ja. Und wir merken natürlich, dass unsere Kunden immer weniger Geld haben, weil die halt auch ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit sind und so. Ja, das ist sicherlich. Du machst Groove City Records schon ziemlich lange? Oder bist also ich habe das vor 15 Jahren ungefähr, habe ich das übernommen von meinem Vorgänger. Okay. Und Groove City gibt es seit 92. Ja, und du warst davor auch schon plattenladenmäßig genau, unterwegs, ich bin, ne? Angefangen so Mitte der 80er bei Zardos in ja. Altona. Das war so zufällig und genau, und dann irgendwann ja. War ich nochmal bei einer Plattenfirma und dann genau, vor 15 Jahren habe ich... Ich weiß nicht, das geht auch vielleicht auch an euch beide oder so. Wie passiert das? Oder auch eine Frage im Endeffekt auch für uns. Warum machen wir das, was wir da tun? Warum hängt man da in der Musikbubble ab und guckt, dass Records verkauft werden oder irgendwie Musik an einen Mensch kommt oder so? Ist das... Was sonst? Ich glaube, natürlich die Leidenschaft zur Musik ist ja. Es. Also ich würde sagen, damit hängt alles an. ich bin da auch eher durch einen Zufall reingerutscht, würde ich sagen. Weil ich ein starkes Musikinteresse habe und ich habe mich irgendwie umgeguckt nach der Schule, was ich machen könnte, worauf ich irgendwie Bock habe und mir war klar, dass ich eine Ausbildung machen will. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Hanseplatte ausbildet. Also ich kannte den Laden vorher schon von Konzerten und kannte Jakob auch vorher schon. Und dann meinte eine Freundin von mir, du, ich glaube, Jakob bildet aus. Mhm. Und also Jakob ist jetzt der Besitzer der Hanseplatte seit 10 Jahren, lass mich lügen. Der auch hier gelernt hat. Der auch hier gelernt hat, genau. Das wusste ich aber damals ja. Nicht. Ach, genau. Okay, auch? Ja. Also ich wusste nur, dass Rock City irgendwie mit drin hängt, bei dieser Gründung genau, der Hanseplatte 15, so. Also den Laden gibt es jetzt seit 15 Jahren und der wurde damals gegründet von Gerion Klug und R2R. Oh Gott, Erin, könnt ihr das rausschneiden? Genau, klar, alles weg. Genau, und der Eva Schmidt, das war dann meine Ausbilderin okay. Und im Rock City Verein. Genau, und Jakob hat den dann vor 10 Jahren übernommen. Ja. Ich bin jetzt seit 8 da. Mhm. Okay, dann bist du hier direkt ja. Von Ausbildung bis ins Angestelltenverhältnis so voll, durchgezogen. Genau, ich bin so. Einfach da geblieben. Ja. So wie André bei Zardos. Ja. Der ist auch. Ja. In den 80ern seine Ausbildung gemacht und ist auch da geblieben. Ja, Jakob hat mich irgendwann gefragt, da war ich noch gar nicht fertig mit der Ausbildung, bleibst du eigentlich? Und dann war ich so, ey, warum eigentlich nicht? Ja.
Voll. Wir sind ja gerade so ein bisschen auf der Suche, so, ey, was braucht eigentlich eine Stadt für aktuelle, innovative, relevante Musik und so weiter. Also es gibt die Läden, also die Clubs und es gibt die Lead-Labels und so weiter. Und es gibt halt eben auch Plattenläden, unter anderem Studios sind auch wichtig, Proberäume auch und so. Aber was macht ein Plattenladen? Was würdet ihr sagen? Was ist da so ein Ding, was das für Mucke so spannend macht, dass da... Weil als Begegnungsort oder als whatever? Auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel in einer anderen Stadt wäre, ich würde so als erstes in den Plattenladen gehen, weil da sind die, ne, die wissen, in welche Bars du gehen kannst, ja, in welche Club du gehen kannst, wo du essen gehen kannst, ne, wo gute Orte sind. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein, einfach so, ein, so was Verbindendes. Und zu all dem, was du gesagt hast, gilt in Hamburg zum Beispiel die Bars. Ja. In Hamburg sind so viele Bars, die halt nicht einfach nur Getränke anbieten, sondern ne, wo oft irgendwie jeden Abend ein DJ spielt, mhm, wo die manchmal eine kleine Ecke haben, wo getanzt wird, wo fast immer mit Vinyl aufgelegt wird und so. Also das ist schon auch für uns ein totaler Multiplikator. Ne? Ja. Also weil wir haben relativ viele so Bar-DJs, die bei uns Sachen kaufen und man merkt dann, wenn einer von denen was mitnimmt, dann hört das da jemand anders, dann kommen die am nächsten Tag und so, ne? Und so geht das weiter und so verkaufen wir Sachen, die wir zum Beispiel bei Discogs null verkaufen. Okay. Also ne, wir können richtig Stückzahlen absetzen von Platten, die wir entdecken, die wir irgendwie wichtig oder interessant finden, über diese Wege und das ist alles abgeschnitten im Moment gerade, ja. Also das... Also das fehlt voll und dafür voll. Geht aber Discogs ganz gut steil oder sowas? Oder? Also wir verkaufen bei Discogs was, das war für uns die Rettung, muss ich tatsächlich sagen, im ersten, ja, Lockdown. Wir hatten relativ wenig bei Discogs drinstehen, haben meine Kollegin und ich einfach alles reingestellt, was geht. Und meine Erfahrung da ist tatsächlich, dass wir, da sind wir so eine Art Mainstream-Laden. Ja. Also klar, weil irgendjemand in den USA guckt nach der, keine Ahnung, irgendeiner Neil Young-Platte, das verkaufen wir im Laden relativ selten, ja, aber da im Netz geht es jetzt auf einmal. Okay. Und die andere Erfahrung, die wir jetzt machen gerade, ist, dass wir über Jahre ein Backprogramm aufgebaut haben. Das haben wir halt alles reingestellt, das kaufen die uns jetzt alles weg. Und das ist richtig hart, also es tut mir richtig weh, weil auf der einen Seite bringt es die Miete, aber auf der, ja, anderen Seite so habe ich die Vorstellung, okay, wenn dann machen wir wieder auf und die haben alles weggekauft. Und dann die kommen zum eigentlich so ein bisschen, genau, so rumschauen. Genau, die finden so gar nichts mehr. Ja. So, also... Das fand ich jetzt echt, jetzt hören wir auf damit, dass wir einfach, ich kann jetzt natürlich nicht die Sachen alle wieder rausnehmen, ja, aber jetzt merken wir, okay, wenn wir irgendwas nicht nachbestellen können und wir haben nur noch eine, dann bleibt die im Laden, okay, und geht nicht mehr über Discogs. Habt ihr auch so ein Discogs-Problem hier, oder? Ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast mit den Bars. Weil das, was ist, was mir total fehlt, ist so das Wochenende. Freitag ist immer Release-Tag. Ja. Und man merkt halt, dass Leute eigentlich aus anderen Städten auch nach Hamburg kommen, um auf Konzerte zu gehen, ja, oder weil Freitag eine Platte rauskommt. Und dann, mhm, kommen die hierher, danach gehen sie auf ein Konzert, dann treffen sie sich irgendwie in der Mutter, ja, unterhalten sich da über Musik, treffen da andere Künstlerinnen. Und das bricht halt weg. Und am, ja, Samstag kommen sie dann in der Regel wieder zu uns. Genau. So. Und das ist irgendwie eigentlich was voll Schönes, was du jetzt halt überhaupt nicht mehr, genau, hast. Oder dass, wenn jemand hierher kommt und sich zwei Platten anhört, dann siehst du, was das für Platten sind, sagst, ey, hör dir diese drei auch, mhm, an, und empfiehlst die dann. Ja. Und das funktioniert übers Internet voll schwierig. Nee. Also, mhm, okay, da, ja, probiert man das natürlich irgendwie über unseren Newsletter zum Beispiel. Aber, mhm, du kriegst dann ja auch nicht mit, wie das, also natürlich durch Bestellungen ein Stück weit, aber wie das angenommen wird, ist irgendwie schwierig. Ja. Ja. Wie ist das so mit dem Empfehlen? So, wie stellt, also ich meine, gut, ich selber kaufe auch immer hin und wieder mal da und da eine Platte oder sowas, aber ist das, kommen wirklich Leute regelmäßig rein und sagen so, boah, ich mag das und das und das, hast du einen geilen Tipp oder sowas? Ja, und warum vertrauen die euch überhaupt? Erfahrung. Ich würde sagen Erfahrungswerte. Ja. Also wenn man das geschafft hat, dass du, also weiß ich, ich versuche so, sagen wir jetzt mal, du bist neu bei, ja, mir im Laden, dann versuche ich im Grunde genommen, du hast, na, du beschäftigst dich nicht mit Musik und hast keine Idee, was du so haben willst, dann versuche ich halt rauszufinden. Also ich versuche sozusagen, was ist es? Ne? Ja. Suchst du eine Jazzplatte, eine Hip-Hop-Platte, suchst du eher Soul? Also um das nochmal so einzugrimmen, dieses, auch wenn die dann so kommen und sagen, ja, empfehlen Sie mir doch mal was Afrikanisches. Oh, okay. Also Sie wissen schon. Ne? Mann, ja. Und dann kann man, ja, gucken, was, ne? Was war die Platte, die du davor gekauft hast? Also, mhm, man kann ja so loslegen. Ich, und ich hab, ja. Genau, und wir haben dann so ein, also das ist so unser Konzept, weil es natürlich auch manchmal so Leute gibt, da muss man einfach sagen, denen kann man nicht helfen. Es gibt drei Platten und dann gibt es nochmal zwei. Ja. Und wenn da nichts dabei ist, dann gehe ich davon aus, dass du bei uns nichts findest. Ja. Weil das sind das, was ich dir gebe, ist das, was ich am tollsten finde. Ja. Und wir haben ja nur Sachen, die wir toll finden.
Na, wenn du es nicht teilst, dann ist es vielleicht nicht dein Laden oder ja. so. Aber das funktioniert total, ne? Und die Leute freuen sich total, wenn man ihnen was in die Hand drückt, was sie einfach noch vorher nicht, was sie nicht kennen oder was auch sonst niemand kennt und so. Und das ist so die, ich habe das ganz oft, dass so Leute mir dann schreiben und sagen, vor 3 Jahren war ich mal, da hast du, haben sie jetzt noch einen Tipp für mich? Also, ja. Na, das ist irgendwie voll schön, finde ich. Und das fehlt jetzt ja auch alles. Das ist so. Das und man handelt das, weißt du, so ab. Du schreibst nicht 10 Mails. Ja, voll, ne? Das ist ja. Sondern du hast in einer halben Minute, hat man das eigentlich verhandelt. Ja. Und der andere hat wahrscheinlich eine Platte in der Hand, mit der er glücklich ist. Genau. Und das fehlt mir auch total. Das merke ich einfach, dass so im Grunde genommen das, was ich so hab an. Ich kann es gar nicht weitergeben. Ja. Weil wenn ich bei Discogs irgendeine Platte. Ein, ja, dann. Alles ist natürlich halt rein. Auch, wenn du jetzt einen neuen Karton aufmachst genau. und dann die Musik auflegst mhm. und dann kommen die Leute in den Laden rein mhm. und freuen sich mit mhm. dir und du hörst gemeinsam Musik. Ja. Also, man, ja. genau. Jetzt sitze ich hier genau. alleine an meinem Rechner und höre Musik genau. und es ist halt, da fehlt halt voll viel. Ja. Das ist auch, für uns der Moment, also dieses Gemeinsame. Genau. Selbst wenn du der Booker, die Veranstalterin bist mhm. oder die Technikerin oder was auch immer, aber es sind dann Gäste da und es passiert, was da passiert. Genau. Und das ist, Für mich ist das total was Soziales. Ich höre ja. jetzt, muss ich echt sagen, ich höre relativ wenig Musik. Mhm. Weil mir das, also ich teile das ja. gern. Ne? Also im Laden, wenn ich im Pudel gehe, wenn ich in eine Bar gehe. Also, aber so, nur so für mich mache ich das natürlich auch, aber. Ja. Also mir macht es nicht so richtig Spaß, ne? Weil ich habe so Lust daran, weißt du, sowas vielleicht tatsächlich irgendwie so weiterzugeben. Ja, also, voll. Ne? Ja, der soziale Faktor ist halt echt ne? das Ding. So. Ja, es ist auch ja, dieses, was zwischen der Luft dann mhm. mit den Leuten passiert. So. Selbst wenn man nichts miteinander redet oder auch sich nur gerade mal so sieht, da steht auch noch eine Person so, aber dann ist da was los. Ja, und sowas verkaufen wir. Wir verkaufen einfach auch ganz viel, weil es im Laden läuft. Ne? Die ja. Leute kommen rein und finden es schon schön oder sie laufen draußen vorbei und wir haben so eine kleine Box. Und kommen nochmal wieder. Kommen nochmal wieder. Ja. Weißt du, die kleinen Kinder tanzen da vor. Dann ja. so, das ist irgendwie, genau. Das, und das fehlt alles. Und das, ja. also, das finde ich echt zunehmend belastend. Das ist du hast klar. Vorher noch mir oder im Vorgespräch, so, wo wir ein bisschen geplaudert haben, gesagt, du machst diesen oder hast diesen Hamburg Record Store, so einen Guide mal mit rausgebracht. Und da kam ja drauf, dass es hier eine relativ große Dichte an Plattenläden gibt, die nah beieinander sind und es wohl gar kein krasses Konkurrenzverhalten gibt, von wegen so Scheiße, die verkaufen mehr Platten. Ich habe aber die anderen so. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man keine Ahnung von hat? Ihr empfehlt euch gegenseitig im Kreis herum, oder? Auf jeden Fall. Und wir sind, glaube ich, inzwischen hat Hamburg, ich würde sagen, dass wir. Also fast alle haben so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und wenn es, weißt du, so ein Laden ist wie Zardos, der auf eine Art eine breite Bandbreite anbietet, dann ist das Alleinstellungsmerkmal, ja. weil wir das nicht haben. Ja. Also wir haben ein bestimmtes Repertoire und immer dann, wenn jemand reinkommt und was sucht, was wir nicht haben, dann schicke ich den halt woanders hin und ja. umgekehrt. Ne? Also dieses, dass man so weiß... Also im Grunde genommen wissen wir halt auch, was die anderen haben, so, ja. dass man so weiß, wahrscheinlich findest du das da oder ich kann auch mal eben anrufen und fragen, ob die da ist, wenn du da nicht hinlaufen willst und so. Aber gleichzeitig sind wir ja alle so dicht beieinander, ja. dass das halt auch, und wie gesagt, ich finde es irgendwie super und Dina auch, wenn die Leute schon mit 3 Tüten von woanders ja. irgendwie in den Laden kommen. Und man merkt ja auch, dass es so ein, ich sage mal, eine andere Art vom Shoppen ist, wenn die Leute halt gezielt die einzelnen Läden abklappern und also... Wie du es halt gesagt hast, wenn man selber in eine andere Stadt fährt, das macht ja total Spaß. Und dann ja. kommst du ja auch ins Gespräch und sagst irgendwie, ey, wo ist heute Abend ein Konzert genau. und so. Ja. Voll. Ja, auch Flyer abchecken oder was, genau. was da so ja. rumliegt irgendwie. Ja. Werdet ihr dann auch gezielt von Musikerinnen, von Bands aus Hamburg so, die vorbeikommen und sagen, guck mal hier, ich habe wieder da dies, das oder spiel dort oder haben Flyer da am Start? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wichtiger Punkt. Genau. Und viele Musiker, die in der Stadt sind und spielen, die ja jetzt auch alle nicht da sind, ja. die halt auch eigentlich regelmäßig kommen, immer wenn sie da sind, oder zum Plattenshoppen kommen und so. Ja. Menschen, die anreisen, ne? Also die kommen richtig angereist, um in Hamburg in die Plattenläden zu gehen. Das ist so, das ist ja auch alles weg. Was würdest du sagen, Sina, was ist dann so Hanseplatte, was habt ihr, was ist dann so das Repertoire oder so die Nische, die Sparte, in der ihr hier unterwegs seid? Ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir versuchen ja die ganze Hamburger Landschaft so ein bisschen abzudecken. Ja. Und es ist irgendwie klar, dass wir versuchen, dass es auch viele kleinere Indie-Bands sind und jetzt nicht die ganz großen nur zu zeigen. Aber deswegen kann ich jetzt gar kein Genre ja. spezifisch nennen.
Und ich freue mich auch eigentlich immer, wenn so ein neuer Kram dazukommt, wo ich selber gar nicht mehr weiß, was ist denn das jetzt genau? Also es gibt jetzt so ganz viele neue Synthie-Pop-Geschichten, wo ich so, der muss ich mir irgendwie selber 5-mal anhören, wenn so, voll spannend. Also meinst du dann aber hier so regional oder einfach nur Zeug, was halt reinkommt über eure Distributoren? Nee, auch regional, voll, ja. Okay. Also da passieren immer spannende Sachen und ich hoffe auch weiterhin, dass die Leute Bock haben, da weiter zu basteln. Ja, cool. Dann vielleicht, ich würde mal sagen, wir schauen bei uns im Archiv eine Runde rein, was wir so am Start haben und schnacken dann gleich mal weiter, was hier sonst so passiert. Bis gleich.
Ja, und hier weiter am Dresen an der Hanseplatte, Marga, Sina. Eine Frage, die mich auch oder die uns auch beschäftigt, so als veranstaltende Ort, als Stubnitz oder auch wenn man mit anderen so spricht. Wie ist das so, kommen auch, ich sag mal, eher Jugendliche, jüngere Leute, so, keine Ahnung, unter, was weiß ich, was, 25 oder, also die Zahlen ist nicht wichtig, aber gibt es da stabil auch Leute, die kommen und sagen, hey, ich kaufe Platten ein, ich hab Bock auf Konzerte zu gehen? Oder merkt ihr, da ist auch ein bisschen so ein altgewachsener Kundenstamm eher oder sowas? Also ich kann das jetzt von der Hanseplatte auf jeden Fall sagen, dass es wirklich ganz gut gemischt ist. Und ich merke auch, dass die Nachfrage da ist. Ich bin natürlich selber jung, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ja. Und ich sehe halt auch bei gerade jungen Künstlerinnen, dass die auch Bock haben, Produkte auf Vinyl rauszubringen. Also die wollen ihr Endergebnis in der Hand haben, das spüren, die Haptik haben. Ja. Und genauso geht es halt auch den Fans. Und das ist natürlich dann dieser besondere Moment. Und ich glaube, darüber, wenn du dann beim Konzert bist und danach gibt es Merchandise, das ist was ganz Besonderes, wenn die Musik, die du quasi liebst, wenn du die einfach besitzen kannst, ja, in einer anderen Form und die halt auch anders, glaube ich, zu Hause oder mit Freunden hörst. Also du nimmst dir eine andere Zeit dafür. Und ich glaube, dass das viele junge Leute wieder wertschätzen. Also ist zumindest so meine Wahrnehmung, ja, und auch viele Leute, die jetzt hierher kommen und einfach Musik hören und sich die Zeit dafür nehmen. Mhm. Also es ist nicht so, dass da einfach nur so Ü40 reinstolpert und irgendwie Platten kauft vom guten Gehalt oder so. Wird schon noch schön abgespart vom... Auch, ja, genau. Also klar, die gibt es natürlich auch. Und ich weiß, als ich Groove City übernommen habe vor 15 Jahren, da habe ich so gedacht, okay, dann werden wir jetzt so zusammen alt und dann gehen wir in Rente und dann war es das. Und zum Glück war es überhaupt nicht so. Ja. Also, ne, sondern dieses, dass so junge Leute das so entdecken, das fand ich tatsächlich am Anfang auch total interessant, weil ich mich das so gefragt habe, wie kommt das? Mhm. Weil die wachsen damit auf, also ich Generation Schallplatte, Kassette, du Generation CD, das ist ja die Generation MP3 und wir bezahlen nichts mehr für Musik. Mhm. Ja. Und trotzdem kommen die und zahlen für Musik. Also ne, die sind dieses... drei Platten aussuchen, das Geld für eine haben, ja, sich dann zu entscheiden, welche ist es. Ja. Das ist eine bewusste Entscheidung und die trägt. Also ja, glaube ich, wenn du die in 20 Jahren fragst, dann wissen die, wann die in welcher Situation, in wen waren sie da gerade verliebt, diese Platte gekauft, ja, haben. Ne? Das ist so, ich glaube, das ist sowas. Dieses Spotify, das läuft so durch. Und, aber ein Problem, was zumindest ich habe, ist, dass ich so sehe, okay, und jetzt kostet jede Platte aber 25 oder 30 Euro, wo man so denkt, ja, wer soll das denn bezahlen, wenn du 25 bist und ja, für ein Wohngemeinschaftszimmer schon 500 Euro zahlen musst. Ja, das, ne, ist eine harte Nummer, so, ja, eine, ja, genau. Das wird echt problematisch, ne? Und da müssen wir auch nochmal hin, dass man einfach sagt, so Leute, das geht nicht, ne? Also auch du Label musst versuchen,
dein ganzes Geld nicht über das Vinyl zu generieren. Ne? Mhm. Und da zum Beispiel, weißt du, wo ist da die GEMA? Weißt du, dass die Spotify dazu zwingt, mehr abzugeben an die Künstler? Da, noch, und da. Aktuell noch nicht so. Ne? Nee. Genau, und das ist, weißt du, so, wenn du so denkst, ja, ich habe 3 Millionen Klicks bei Spotify, ah, okay, was hast du gekriegt? 1,55 oder... Ja, wobei auch bei, also so, das ist auch so ein Punkt, so dieses gerade, was Musik und Big Business irgendwie so ist, also da, wo die großen, die riesen Weltlabels irgendwie so ihre Platten rausbringen, da ist ja die Marge für die Künstler auch relativ überschaubar so. Genau, also aber da sind die Platten halt besonders teuer, ne? Ja. Also besonders teuer sind sie bei Warner, Universal, Sony, also bei diesen ganzen großen Firmen, ne? Ja. Und wenn wir da nicht noch den einen oder anderen, was so direkten Zugang hätten zu jemandem, der sagt, okay, ich will die kleinen Plattenläden unterstützen, die kriegen von mir nochmal so 10%. Ja. Also was für uns halt auch super ist, ne? Wenn es da noch solche Leute gibt, aber die werden jetzt alle weggespart, da kann man irgendwie auch relativ sicher sein, ne? Dass die da auch verschwinden werden, weil die denen viel zu teuer sind und so. Also ist das auch ein bisschen Bedenken, wie das sich das jetzt dann so weiterentwickelt? Oder? Also ich hoffe jetzt ja im Moment nochmal, dass das so bleibt, ne? Dass wir im Grunde genommen, dass diese Indie-Label trotzdem so viel, sagen wir mal, Geld verdienen können, dass sie immer noch Sachen auf Vinyl rausbringen zu einem einigermaßen okayen Preis. Ja. Und wenn ich so die Sachen bei mir angucke, dann habe ich da, glaube ich, also höchstens 10% Industrieware und der Rest kommt eh von kann man das auch so ein bisschen trennen? Ist das hier auch so, dass du sagen kannst, okay, hier ist so ein gewisser Teil, natürlich musst du so eine gewisse Kommerzialität auch bedienen, so, aber insgesamt schaut man auch hier so, dass jetzt die Basis auf jeden Fall... Also ich glaube, ein Unterschied ist, dass wir überwiegend Neuware haben und das ist auch mit einer der Gründe, warum wir in der Hanseplatte auch Bücher haben, DVDs haben, Textilien haben, weil wir darüber dann halt eine Mischkalkulation irgendwie machen können und halt diese Marge, die wir jetzt nicht haben, weil wir gebrauchte Platten günstig einkaufen, damit wieder wegmachen können. Mhm. Genau. Das haben wir leider auch nicht, weil die Sachen, die wir Secondhand brauchen, halt auch teuer sind. Ne? Ja. Also weil ich habe Soul und afrikanische Sachen, das kriege ich auch nicht für 30 Cent. Ja. So, ne? Secondhand und so. Also das, genau. Aber so muss man es halt machen, ne? Versuchen irgendwie da so, ich habe jetzt einfach in meinem Laden, ich habe jetzt noch die Küche untervermietet. Ja. Als Büroplatz an jemanden, ne? Also um dann jetzt einfach auch ein bisschen die Miete nochmal so ein bisschen zu... Ja, also ist das dann auch, wie kann man das so ein bisschen, Gentrifizierung ist es auch so überall für Clublandschaften Thema, aber auch für Plattenläden, weil einerseits kommen ja Leute, die haben dann Kohle und kaufen vielleicht Platten, andererseits kommen die Leute und verdrängen auch wieder und dann verändert sich mit der Zeit der Kiez und es wird schwieriger, sich dort irgendwie zu halten, auch gerade mit Mietpreisen und sowas. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich jetzt, muss ich sagen, im Vergleich, also wenn ich jetzt gucke aufs Schulterblatt oder aufs Schanzenviertel, dann sind wir, glaube ich, ist es hier noch ganz okay. Mhm. Aber manchmal denke ich halt, weißt du, ich gucke immer so auf den Bunker und auf den Aufbau. Weißt du, dann stelle ich mir vor, wie sie dann da oben stehen und sagen, guck mal, was für ein süßes Viertel. Das kaufe ich meiner 18-Jährigen. Weißt du, so, das ist so, ne, das ist auf eine Art, muss man schon auch sagen, wahrscheinlich auch in ein paar Jahren dann auch verschwunden. Ne? Mhm. Weil dann. Oder gut, wir wissen es nicht, ne? Wir wissen nicht, wie Politik bestimmte Sachen betrachtet. Also wir wissen nicht, ob in Hamburg in Zukunft nur noch Musical, Harley Days, Schlagermove und die Elbphilharmonie interessant sind oder ob da jemand ist und sagt, so eine Stadt lebt, auch wenn es Clubs, Bars, Cafés, Plattenläden und sowas gibt. Ja. Also was wollen wir werden als Stadt? Das ist dann ja die Frage dann auch vielleicht. Ihr seid ja auch, Hanseplatte macht ja auch Konzerte so, ein paar pro Jahr irgendwie. Was heißt ein paar? Gar nicht mal so ganz wenig dann. Also wenn 30 mal im Raum stand, ist das ja dann schon... Minimum 2 Monate oder so. Ja, 2 bis 3 im Monat halt dann mit Sommerpause. Ja. Wie läuft das hier dann so? Macht den Laden frei, schiebt die Platten auf die Seite und dann ist hier so... Genau so läuft das. Wir haben so eine PA oben im Büro, das zeige ich euch jetzt nicht. Ja, ja. genau, und dann, also es sind dann überwiegend kleine Konzerte, weil halt im Laden ist es begrenzt, hier passen irgendwie 50 Leute rein und dann ist gut. Mhm. Aber ja, ich vermisse das total, weil ich hier ja auch die Ausbildung gemacht habe zur Veranstaltungskauffrau. Ja. Und das natürlich auch, also was wir vorhin angesprochen haben, irgendwie ein großer Punkt ist, dadurch, dass du dann halt die Musiker hast und da versammeln sich natürlich auch die Musikinteressierten aus Hamburg, dann, also hat man nochmal irgendwie eine andere Funktion als Laden.
Und das natürlich überwiegend Release-Konzerte sind. Das ist auch immer schön. Oder die Bands spielen dann bei uns, bevor sie dann irgendwie im Molotow spielen. Ja. Und das gerade auch schon für eine regionale, überregionale Nummer dann eher so, oder? Überwiegend natürlich regional, also es muss immer ein bisschen so einen Bezug geben zum Laden, aber natürlich gab es da auch oder gibt es da auch Ausnahmen, weil es auch zum Beispiel sind wir sehr eng verbandelt mit dem Staatsakt-Label und darüber, und also aus Berlin, darüber funktioniert natürlich auch viel. Genau, kommen dann Berliner Künstler gerne hier dann vorbei für so kleinere Nummern oder? Ob die Leute jetzt für die Konzerte extra anreisen, oder das halt bezweifle ich, außer es ist halt ein Release-Konzert. Da haben die Leute natürlich dann Bock drauf, ja. Okay, weil ihr beide auch so meintet, so, es kommen halt Leute direkt in die Stadt, gucken sich Plattenläden und checken das ganz gezielt aus. Ja, also aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es für die Konzerte in der Hanseplatte ist, aber für Konzerte auf jeden Fall. Ja. Genau. Wir haben das auch, also wir sind ja nicht regional begrenzt, aber wir haben, die Künstler kommen dann tatsächlich von überall her, die, mit ja entweder ihre Release-Partys oder also wir machen das ja auch. Wir haben ja auch so eine ganze Zeit, hatten wir so eine Art Podcast, was jetzt nicht so wirklich ist, aber eine Kiste Platten, eine Kiste Bier mit Ja, stimmt, habe ich gesehen, ja, genau. Wo wir dann halt, dann haben wir halt einen Gast und ein Thema und dann kommt halt auch Publikum und dann trinken wir Bier und man redet über eine bestimmte Sache und so. Wollen wir jetzt auch wieder Die letzte Folge ist aber auch schon ein paar Monate alt oder sowas, ne? Ja, klar, wir haben es ja dann auch gar nicht mehr gemacht und es hat auch mein Kollege gemacht, der jetzt nach München gezogen ist. Ja. Genau, da muss ich mich nochmal wieder neu aufstellen. Aber das war auch immer sowas, das ist genau dieses, ne, dass man so zusammenkommt, also gemeinsam Musik hört, sich kennenlernt, dieses, weißt du, dass Leute sich so kennenlernen oder dass auch Künstler sich kennenlernen. Wie denkt ihr so vielleicht auch so als so, nicht abschließende Frage, aber so als ein Punkt, so aktuelle Musik in Hamburg, ist hier eine gute Möglichkeit, dass neuer Scheiß passiert, dass Bands an den Start kommen, Projekte an den Start kommen und dass die ganze Kulturlandschaft in der Musikszene so ist, dass es ermöglicht, dass hier richtig was geht, weil eigentlich heißt es immer Hamburg Musikhauptstadt, irgendwie größte Clubdichte, massive Plattenladendichte auf engem Raum so. Passiert da viel oder wie schätzt ihr das so ein aus eurer jetzt Sichtweise? Jetzt im Moment oder dann in Zukunft meinst du? Was so die letzten paar Jahre auch war oder wie sich das entwickeln kann so, ja? Das war total da und ist total da und das Potenzial ist ja auch total da. Die Künstler sind da, es ist alles da, die Clubs sind da, also die Orte, wo man das weitertragen kann, sind da, die kleinen Labels sind da, es ist ja alles da. Ja. Also es ist alles da und die Frage wird jetzt sein, was wird davon überstehen? Ne? Mhm. Also wenn es dann das Molotow, das Knust, bla 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 nicht mehr gibt, dann wird's, dann ist es vorbei. Ne? Also das. Und dass man dann so leicht, dass man, also dieser Vergleich zu sagen, so okay, Berlin ist halt so dann die Deutschlands große Metropole, wo so richtig viel geht dann auch, weil es einfach viel mehr Leute sind und viel mehr Fläche so. Mhm. Da fühlt sich das hier ja vor allem, weil das meiste passiert ja so auf dem inneren Sektor Hamburgs irgendwie so. Also das so stimmt. Westlich, also ein bisschen noch nach Osten rüber so. In Wilhelmsburg gibt es, glaube ich, keine einzige Konzertlocation, außer die Schute zum Beispiel so noch. Auch ein kleiner Laden dann. Das heißt, sehr konzentriert. Mhm. Außenbezirke, kennt ihr da irgendwas? Weit draußen? Nee. Ist da was? Mhm. Stellwerk in Hamburg hatten wir. Aber was, wie heißt nochmal das in Barmbek? Da gab es doch auch immer was. Aber das tatsächlich, da war ich vor, keine Ahnung, 30 Jahren. Ist das Birdland in die Richtung Barmbek so allmählich? Nee, das Birdland ist in hohe Luft. Ja, stimmt. Ja, genau. Also klar, es gibt so ein paar Sachen, habe ich immer gedacht, es gibt keinen richtigen Jazzclub in Hamburg. Ne? Ja. Also keinen modernen Jazzclub. Aber es gibt, keine Ahnung, eine... Die Rocketman-Jungs, die machen dann ihre Konzerte in einem Techno-Club, einmal im Monat. Also diese, was glaube ich in Hamburg toll ist, also Berlin ist groß und es passiert viel, viel mehr und musikalisch ist es auch viel weiter aufgestellt. Aber was glaube ich in Hamburg ist, dass du die Leute, die sich interessieren für bestimmte Sachen, die siehst du überall. Mhm. Das ist eigentlich total schön. Ne? In Berlin habe ich manchmal das Gefühl, die Leute bewegen sich so in ihrer Blase. Ja. Und in Hamburg siehst du die Leute aber im Knus und du siehst sie im Mojo und im Molotow. Ja. Also ne, die Leute sind unterwegs, weil es ist dann vielleicht, hat es auch damit zu tun, dass es dann am Ende nicht so wahnsinnig viel gibt. Ne? Und nicht so, wenn du nach Berlin kommst, dann gibt es halt, sagen wir, 1000 Konzerte am Abend und hier gibt es nur 12 oder so, aber dann geht man halt auf eins von denen. Ja.
So, und das finde ich, das finde ich eigentlich auch total schön. Ich mag es irgendwie auch. Ja. Also. Wenn ihr mal wieder Bock habt, ich habe hier, das ist auch eine Einladung quasi. Wenn wir irgendwann wieder offen haben, könnt ihr vorbeikommen. Ja, voll gut. Und für die Zwischenzeit könnt ihr trotzdem auch schon ein Bierchen trinken, was extra mit Zeug von uns drauf soll. Ja. Sehr gut. Wir hatten das mal bekommen, war so eine Aktion bei Wildwuchs. Gibt es, glaube ich, von fast allen Clubs hier in Hamburg. Oh, cool. Genau, und ansonsten vielen Dank für den Einblick da in Hanseplatte in Groove City. Gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, ja. Euch auch. Und dann bis dann. Bis dann.